Rürup-Rente sinnvoll oder Abzocke? Wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Ja, und einige Punkte, genauer gesagt drei Gründe, warum ich nie eine Rürup-Rente abschließen würde und warum Banken und Versicherungsvertreter dir eher dazu raten werden, eine zu machen und sicherlich nicht wollen, dass du so über die Rürup-Rente nachdenkst, so wie wir es in diesem Video jetzt gemeinsam ansehen. Also sehr, sehr spannend. Thorsten Wittmann, ich begrüße dich aus Mexiko heute. Am Schluss ein paar tolle Impressionen. Und wir haben auch neues Community-Training, das Geheimnis der sicheren Geldanlage und Fallstudie 47,8%. Kannst du unterhalb von dem Video dort ansehen, warum das die Rürup-Rente dort ganz sicherlich nicht dabei ist bei dir und in diesem Bereich Geldanlage. Das sehen wir uns jetzt gemeinsam an, warum es in unserer Community auch keine Kaufempfehlung ist. Ja, was ist die Rürup-Rente? Die ist sozusagen ein Mantel einer steuergeförderten Altersvorsorge, und zwar in der Säule 1, ähnlich der gesetzlichen Rentenversicherung. Und von dem her, der einzige Unterschied zur gesetzlichen Rentenversicherung ist, dass man selber wählen kann, wo geht das Geld hin, beispielsweise in Lebensversicherungen, in Fonds, das kann man selber wählen. Ansonsten ist es steuergefördert. Wie viel deine Steuerförderung ist, hängt von deiner eigenen gezahlten Steuer ab und dann auch von dem Jahr, wo du die Beiträge zahlst und dann auch, wie viel Steuern, dass du am Schluss zahlst, denn die ganze Rente muss auch versteuert werden. Also nicht nur ein Teil, nicht nur die Gewinne, sondern die ganze Rente. Das hängt auch davon ab, in welchem Jahr, dass du in Rente gehst. Das hat also der Gesetzgeber eine Übergangszeit gemacht. Ja, ein paar wichtige Punkte zur Rürup-Rente. Also diese ist unflexibel. Man kann nichts herausnehmen, nichts kündigen. Man kann jetzt nur beitragsfrei stellen. Dann ist es nicht vererbbar. Ja, und das ist dann schon ein bisschen doof, denn stell dir vor, du zahlst 5 Jahre ein oder bist dann ein paar Jahre in Rente und dann würde leider der Todesfall passieren, dann gibt es nichts an die Nachkommen. Man kann das zwar mit reinnehmen, beispielsweise bei Lebensversicherung, aber das kostet seinen Beitrag, wie eine Risikolebensversicherung ja auch seinen Beitrag kostet. Der normale Teil ansonsten, der ist weg. Ansonsten hat man eben eine Risikolebensversicherung hier abgeschlossen. Für selbstständige Unternehmer durchaus interessant, also die Rürup-Rente ist nicht pfändbar. Und ja, das kann durchaus für diesen Argument sein, aber wir haben auch ein paar eben nicht so tolle Elemente bei der Rürup-Rente und vor allem drei klare Gründe, warum ich nicht empfehlen würde, eine Rürup-Rente abzuschließen. Also, Punkt Nummer 1, nicht flexibel. Wenn wir jetzt heute, nehmen wir mal ein Fallbeispiel, und zwar schließt heute Rürup-Rente ab, in 20 Jahren erfolgt die Auszahlung. Das heißt, alles, was da reingeht, diese 20 Jahre, kann man nicht kündigen, bekommt man auch nicht direkt heraus, sondern erst auch später, dann in Form einer Rentenzahlung, aber auch nicht als Einmalauszahlung. Das ist sehr, sehr unflexibel, man ist also wirklich sehr, sehr eng angebunden. Das muss man wissen bei der Rürup-Rente, finde ich sehr, sehr unsympathisch, denn man braucht vielleicht mal das Geld. Oder aber nehmen wir ein Beispiel, du hast den Anbieter, der kommt in 10 Jahren in Schwierigkeiten, muss dann die Kostenquote extrem hochfahren, du hast dann vielleicht gar keine Anbieterwechselmöglichkeit, denn viele Anbieter schließen das aus. So, das heißt, das, was du heute einzahlst, ist wirklich dein ganzes restliches Leben lang dort gebunden, komme was wolle. Dann Punkt Nummer 2. Wir wissen nicht, wie hoch das die spätere Rentenzahlung wirklich sein kann. Und auch vor allem die Sterbetafeln sind in der Regel sehr, sehr ungünstig, was Rentenversicherung betrifft, denn es wird dann in eine Rentenversicherung übergeführt. So, denn Versicherer müssen, das ist grundsätzlich auch korrekt und richtig, sehr, sehr vorsichtig kalkulieren. Das heißt, die kalkulieren, du wirst älter, als du eigentlich wirklich wirst. So wie es andersrum, müssen sie andersrum kalkulieren. Bei der Risikolebensversicherung müssen sie quasi kalkulieren, dass du eher verstirbst, als du eigentlich normalerweise versterben würdest. Das heißt, es kann also dazu führen, bei in der Form dann einer Rentenversicherung, dass du 90 oder 100 werden musst, bis sich diese Rentenversicherung, diese Rürup-Rente dann wirklich lohnt. Das heißt, du solltest dir wirklich sicher sein, dass du sehr, sehr alt wirst, und wenn nicht, dann ist die Wette nach hinten losgegangen. Also die Sterbetafeln, das ist definitiv ein Minus bei der Rürup-Rente. Und ich sehe als gravierendsten Punkt von diesen dreien den folgenden, denn wir haben später eine monatliche Rentenauszahlung. Wir können also nichts einmalig rausnehmen. Bei Riester kann man ja beispielsweise noch 30% herausnehmen. Bei Rürup ist dies nicht möglich. Das heißt, es muss später in eine Rentenversicherung übergeführt werden. So, und jetzt nehmen wir mal dieses Fallbeispiel wieder. In 20 Jahren bekommt man dann die Rentenauszahlung. Und genau zu diesem Zeitpunkt beginnt eine hohe Inflation von zum Beispiel in den ersten 5 Jahren von 10%. Ja, dann hat sich sie eben mal deine monatliche Rente in der Kaufkraft um die Hälfte halbiert. Und ja, also es hängt davon ab, wie ist die spätere Inflation. Das wissen wir heute einfach nicht, was in 20 Jahren sein wird. Und sogar Worst-Case-Fall, sagen wir an, wir haben in 20 Jahren die Rente, die wir ausbezahlt bekommen. Und genau 2 Jahre später gibt es eine Währungsreform, so wie wir die auch historisch immer wieder hatten. Kommt alles zusammen, ja, und dann ist ein großer Teil vom Kapital einfach weg durch
eine Währungsenteignung. Also von dem her Vorsicht und eher Finger weg von der Rürup-Rente. Es gibt so viele Unsicherheiten, es ist so unflexibel, so ein enges Korsett. Ja, aber das wirst du von Banken und Versicherungen niemals hören, denn die profitieren sehr gut davon. Für Versicherer ist es natürlich ein tolles Geschäft, denn die können langfristig dein ganzes Leben lang mit diesem Geld arbeiten, denn die können es ausschließen, dass du auch beispielsweise einen anderen Anbieter hast und generell die Rürup-Rente muss später verrentet werden, du kannst es nicht ausbezahlen lassen. Für die ist es natürlich ein tolles Geschäft, für den Versicherungsvertreter ebenfalls, deswegen werden die gerne auch drauf geschult, gebrieft, damit sie da auch ihre Bestandsprovision aufbauen. Und ja, also wenn du einen Berater hast, der dir eine Rürup-Rente empfiehlt, sei vorsichtig, entweder er weiß nicht wirklich, was er dort tut oder aber er möchte einfach sich seine Provisionen sichern. Also sei skeptisch, weil alles, was das Thema Rürup betrifft. Von dem her, viele Menschen wissen gar nicht über solche Informationen Bescheid, bekommen dann diesen Vorschlag, klingt erstmal gut, ja, und dann gibt es ein böses Erwachen möglicherweise später. Also von dem her, leite dieses Video gerne weiter, teile, kommentiere es gerne bei Fragen. Wir sind jetzt ein paar Impressionen aus Mexiko an und was du alles dort draußen tun kannst, das sehen wir im Community-Training an das Geheimnis der sicheren Geldanlage und Fallstudie 47,8%. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Alle Infos ebenfalls unterhalb von diesem Video, damit du keine Episode von Faszination Freiheit verpasst. Trag dir auch mit deiner E-Mail-Adresse ein unterhalb von dem Video und wir sehen uns nächsten Freitag dann wieder. Ich freue mich sehr, dich dort wiederzusehen. Dann wieder aus Mexiko. Bis dahin, dein Thorsten Wittmann.